Hi, this is Don Casey, and thank you for listening to DS Tunes. Dieses Interview konnte aufgrund der aktuellen Situation nicht persönlich geführt werden. Aus dem Grund entspricht die Tonqualität nicht immer den gewohnten Standards. Herzlich willkommen zu der nächsten DS Tunes Episode. Mein Name ist Anna Bruns und heute zu Gast bei uns Verena Freier, eine Zahnärztin aus Bad Soden. Das Leben von Verena hat sich in den letzten Wochen ein wenig verändert. Sie wird berichten, wie sie ihrem Job während der Covid-19-Pandemie weiterhin nachgeht und vielleicht auch, wie diese Situation sie auf andere innovative Ideen gebracht hat. Verena, wie hat sich die momentane Situation auf dich und auf deine Mitarbeiter ausgewirkt? Ja, ich denke, dass die Pandemie sich natürlich auf jeden weltweit gerade auswirkt. Bei uns ist es im Speziellen so, dass unser Beruf, der Zahnheilkunde, der Beruf Zahnarzt, lebt natürlich davon, jeden Tag Patienten zu sehen, zu beraten und am Ende des Tages natürlich auch auf kleinster Distanz zu behandeln. Dadurch hat sich bei uns schon einiges verändert. Ich bin froh, dass wir als sogenanntes systemrelevantes Unternehmen immer noch da sind, dass wir jeden Tag zur Arbeit gehen können, da wir unsere Arbeit ja auch gar nicht ins Homeoffice verlegen können. Aber natürlich ist es so, dass sich dadurch die Patientensituation ein bisschen verändert hat, klar. Also es gibt viele Dinge, die sind heute aufschiebbar, die sind gerade in der ästhetischen Zahnheilkunde verlegbar und das merken wir natürlich auch. Also deshalb hat sich das schon stark verändert und wir haben große Einbrüche in der Praxis. Was ist die größte Herausforderung für euch in der Praxis? Momentan ehrlicherweise, dass wir dranbleiben, dass wir den Mut nicht verlieren. Weil diese ganzen Hygienemaßnahmen, das ist was, das haben wir jetzt natürlich nochmal angepasst, nochmal verschärft, aber das gehört zu unserem Job. Das hat auch schon vor Corona immer dazugehört. Jetzt geht es darum, einfach die Chancen zu sehen, weil niemand weiß so ganz genau, wann kommt dieses Licht am Ende des Tunnels tatsächlich, wann geht es wieder aufwärts. Und die größte Herausforderung ist jetzt tatsächlich, am Ball zu bleiben, positiv zu bleiben und auch zu sehen, was können wir aus der Situation machen, welche Möglichkeiten haben wir, was können wir in unseren Behandlungsabläufen zum Beispiel anpassen und welche Ideen können wir entwickeln, um dann gestärkt daraus hervorzugehen. Und apropos was, Neues machen und ausprobieren, du hast was Spannendes gemacht. Ich habe gesehen auf Facebook, du hast für eine Online-Sprechstunde beworben und bei dir eingeführt. Kannst du uns ein wenig darüber erzählen? Ja, also die Online-Sprechstunde habe ich eingeführt. Das ist jetzt so vielleicht 5-6 Wochen her, als es mit Corona so weit Thema wurde, dass ins Gespräch kam Lockdown, Kontaktsperre, Ausgangssperre, solche Geschichten. Und dahinter war eigentlich die Idee, dass man den Patienten die Möglichkeit gibt, zu mir, zu meinem Team Kontakt aufzunehmen, uns auch zu konsultieren, Probleme zu berichten, ohne dass sie tatsächlich das Haus verlassen müssen, ohne dass sie Praxis kommen müssen. Und das so ein bisschen abzuchecken und ja, denen die Möglichkeit zu geben, sozusagen kontaktlos zum Zahnarzt zu gehen. Wie hat das funktioniert? Weil manchmal, also ich meine, wenn Sie Schmerzen haben und nicht wissen, woran es liegt, dann beschreiben Sie einfach die Schmerzen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, tatsächlich ist es so, dass die Online-Sprechstunde sich als etwas schwierig dann gestaltet hat und dass sie daher auch ehrlicherweise nicht so oft in Anspruch genommen wird, da bei uns der Blick in den Mund meistens essentiell ist oder ein Röntgenbild, um einfach zu entscheiden, was ist jetzt nötig. Deshalb wird in der Realität tatsächlich das meiste schon am Telefon entschieden. Bei uns rufen die Patienten meistens an. Ich habe auch eine Mitarbeiterin an der Anmeldung, die ist da schon sehr gut gebrieft, um selber vielleicht Tipps zu geben und schon so ein bisschen einschätzen zu können, okay, sollte derjenige vielleicht doch lieber kommen. Als Zahnärztin und Praxisinhaberin hast du natürlich eine große Verantwortung, sowohl deinen Patienten gegenüber als gegenüber deinem Team. Wie gehst du mit der Situation jetzt gerade um? Hast du irgendwelche Ängste, Zweifel oder Bedenken? Also ehrlicherweise habe ich natürlich Angst. Es passiert da gerade was, was wir alle noch nicht kennen, wo niemand weiß, wie wird das Ganze ausgehen. Und als Zahnarzt oder als selbstständiger Zahnarzt ist man allem voran natürlich auch Unternehmer. Also man führt einen kleinen Betrieb, man ist Chef, man ist verantwortlich für seine Mitarbeiter. Und dass man die Situation so schwer abschätzen kann, ist eigentlich das, was mich momentan am meisten beschäftigt. Natürlich sind da wirtschaftliche Themen dabei, weil wir jetzt gerade Patienteneinbrüche haben, weil die Diskussion ist, was dürfen wir behandeln, was können wir, aber auch die Patienten natürlich Ängste haben. Ich versuche ehrlich gesagt,
das irgendwie so positiv wie möglich zu sehen, weil es bringt ja alles nichts. Wir müssen da jetzt durch. Und ich versuche das auch gegenüber meinem Team immer sehr realistisch positiv zu sehen, sage ich mal. Also die werden auch täglich gebrieft darüber, was jetzt gerade Thema ist, wie wir damit umgehen müssen oder wie wir auch damit umgehen sollten. Aber ich versuche ihnen halt auch Mut zu geben, auch die Sicherheit zu geben, dass ich ihren Arbeitsplatz erhalten möchte. Solche Dinge, das ist gerade Thema. Da hätte vorher niemand mit gerechnet. Kurzarbeit in Zahnarztpraxen, da hätte niemand im Traum dran gedacht. Das sind jetzt alles Dinge, die einem schon Angst und auch ein bisschen schlaflose Nächte machen. Aber wie gesagt, ich versuche das Positive zu sehen. Ich nutze die Zeit jetzt, die auch ich habe, weil mir Behandlungszeit fehlt, um einfach mal Strukturen in der Praxis zu überdenken. Also wir machen auch im Team ganz, ganz viel Brainstorming gerade. Wir haben die Zeit für die Tasse Kaffee und wir nutzen die gerade, um einfach zu schauen, okay, wo sind wir vielleicht mittlerweile ein bisschen festgefahren? Was kann man da noch verändern? Also wir versuchen die Zeit schon irgendwie zu nutzen, um dann, wenn es wieder losgeht, auch wirklich Vollgas geben zu können. Das heißt, ihr versucht das einfach mal so irgendwie, die Lücke irgendwo, die entstanden ist, positiv zu füllen und vielleicht das Bestehende so ein bisschen neu zu überlegen und vielleicht die Prozesse zu optimieren. Ja, also in so einer Zahnarztpraxis ist es ja schon so, man hat so seinen Workflow und ab und zu ist es dann so, dass man sagt, okay, das ist vielleicht nicht optimal oder das nervt mich sogar, da müssen wir mal was ändern, aber realistisch gesehen ist es dann auch oft so, dass einfach der zeitliche Druck da ist, das ist voll bestellt, dann kommen noch Schmerzpatienten, dann will jeder Feierabend machen. Also man hat selten die Zeit, sich mal bewusst Gedanken über Abläufe in der Praxis zu machen, wenn man nicht gerade dann eine Sitzung ansetzt oder so. Und die Zeit haben wir jetzt und die sollten wir auch nutzen. Also nicht Trübsal blasen und einfach nur Däumchen drehen, sondern wirklich gezielt schauen, wo können wir besser werden, wo können wir vielleicht auch noch Serviceleistungen anbieten, so wie die Videosprechstunde. Also wo können wir einfach ein bisschen mehr auch für unsere Patienten geben. Klar. Wovor haben die Patienten am meisten Angst und wie kannst du denen die Angst nehmen? Also ich glaube, bei den Patienten ist es vor allen Dingen die Verunsicherung, weil man muss einfach sagen, die meisten Leute da draußen, die meisten Patienten haben überhaupt gar keine medizinische Vorbildung. Die hören und lesen das, was gerade in den Medien ist, was in den Nachrichten berichtet wird und oft wissen die gar nicht richtig, wie sie das einordnen sollen. Ich versuche halt viel den Patienten zu erklären, warum sie sich keine Sorgen machen müssen, was überhaupt die Gefahr in Praxen ist, was sind Aerosole, solche Dinge. Die wissen ja mit dem Begriff oft gar nichts anzufangen. Klar. Das beginnen wir auch im Übrigen schon am Telefon. Also wir rufen tatsächlich alle Patienten vor ihrem Termin an, checken so ein bisschen natürlich, ob sie selbst erkrankt sind, aber auch, ob sie kommen möchten oder nicht, klären in diesem Gespräch halt auch auf, was eigentlich dahinter steht. Und ich glaube, bei den meisten Patienten ist es tatsächlich so, dass sie nicht so genau wissen, darf ich kommen, kann ich kommen, muss ich kommen, sind die überhaupt da? Also ganz viele rufen tatsächlich an und sagen, ach, wir hätten gar nicht damit gerechnet, dass bei ihnen geöffnet ist. Vor allen Dingen ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit, die wir da gegenüber den Patienten leisten müssen, um denen diese Verunsicherung zu nehmen. Also es wird auch sehr positiv abgenommen, weil die sich dann tatsächlich ein bisschen sicherer fühlen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Video gemacht, was im Badezimmer läuft, und einfach mal erklären, was ist das Virus, was macht das, was ist gefährlich, was ist daran nicht gefährlich und was hat es auch eine Bedeutung für eine Zahnarzt und was haben wir für Hygienemaßnahmen, die an der Stelle greifen. Verena, vielen lieben Dank fürs Gespräch. War sehr spannend für mich und hoffentlich auch für andere Zahnärzte. Vielleicht können einige sich ein paar Ideen von dir abschauen. Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute.